Weltklasse Leichtathletik in Berlin. Am 1. September geht das ISTAF in seine 78. Auflage. Die Berlinerin Lisa Marie Quayer gewann im heimischen Olympiastadion bei der Europameisterschaft Bronze mit der Staffel über 4x100 Meter. Beim ISTAF wird sie nun zum zweiten Mal antreten. Das Publikum dort ist wirklich unglaublich geil, muss ich schon sagen. Und freue mich doch jetzt schon darauf, dort zu laufen. Also ISTAF ist schon was Besonderes. Ich komme aus Berlin, Heimpublikum, Olympiastadion. Also eigentlich für mich ist es ein super schönes Event. Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler wird auch sicher beim ISTAF dabei sein. Und im Olympiastadion will er sich und den Fans noch etwas beweisen. Was hatten wir letztes Jahr? Ich glaube 86, 87 irgendwie rum. Ne? Da geht immer was. 90 Meter im Olympiastadion, die Rechnung ist definitiv offen und vielleicht können wir das in diesem Jahr beim ISTAF erledigen. 160 Top-Sportler in circa 16 Disziplinen werden beim ISTAF dabei sein. In diesem Jahr steigt die Weltmeisterschaft knapp 4 Wochen nach dem ISTAF. Die Veranstaltung dient daher nicht als Saisonabschluss, sondern als Generalprobe. Ich sehe das als Riesenchance für uns. Ich glaube, zum einen sind die Sportler alle fit. Viele nutzen uns nochmal so als letzten Formcheck, bevor es dann in die WM, direkte WM-Vorbereitung geht. Und der eine oder andere hat noch die Möglichkeit, sich für die WM zu qualifizieren. Das ist also wirklich, wir sind 8 Tage vor dem Meldeschluss. Also ich bin fest davon oder gehe fest davon aus, dass viele Deutsche, einige internationale Athleten das wirklich nutzen, um den WM-Zug noch zu besteigen. Rund 30.000 Tickets sind bereits verkauft. Weitere Karten für das ISTAF gibt es unter www.istaf.de.